Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu diesem Video. Hier im Studio heute das erste Mal Manfred das Schaf. Den habe ich irgendwann mal, ich habe hier unten drunter ein Datum stehen, da habe ich mich selbst erschrocken. 2009. Ich zeige euch den mal eben aus der Nähe. Das ist schon krass, oder? Ja, aber so sieht der aus. Den habe ich mal aus Yton geschnitzt, habe ich mir so einen Block geholt und den dann da rausgeschnitzt, gefeilt, geraspelt und anschließend mit Dispersionsfarben gestrichen, mehrfach. Und dann ist das entstanden, ja. 11 Jahre lang steht der jetzt schon in der Ecke und ja, sagt nichts. Den behandeln wir jetzt mal. Da habe ich früher so lustige kleine Cartoons irgendwie gezeichnet. Und jetzt dachte ich, können wir den mal wieder in die Zeichnung hier integrieren. Aber das seht ihr ja jetzt. Dazu kommt noch der Patrick. Von dem habe ich jetzt keine Figur, weil den Charakter gibt es ja schon. Wer SpongeBob kennt, der weiß auch, wer Patrick ist. Und wer nicht, egal, seht ihr in diesem Video. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Und bevor ich es vergesse, hier von dem Manfred, da wird auf jeden Fall noch ein eigenes Video kommen. Und von dem Patrick vielleicht auch, wer das auch mal irgendwie lernen möchte. Oder allgemein, wie man sich an Comicfiguren rantasten kann, können wir auch gerne mal irgendwie so ein Video machen. Das ist ja auch ein ganz eigenständiges Thema, wo man jetzt drauf achten muss und so, jetzt erstmal weiter. So, willkommen auf dem Schreibtisch. Ich habe mich hier mal ausgestattet. Wir sind ja immer noch in der Weihnachtszeit, also zum jetzigen Zeitpunkt. Von daher muss das ja irgendwie vernichtet werden. Und was gibt es Schöneres als ein kreatives Projekt mit etwas Verpflegung? So, ich hole euch mal näher ran und klebe das Ganze hier mal fest. So, wir kommen ein wenig näher dran und jetzt gucken wir einfach mal, was wir hier so Schönes zaubern. Ich hatte mir überlegt, dass wir so ein Abschlussmotiv zu Weihnachten irgendwie wählen. Wir haben zwar jetzt schon einiges Weihnachtliches gemacht, das heißt so Tannenbäume haben wir ja schon, Kerzen, Kastanien und was weiß ich nicht alles. Kann ich hier stückweise mal oben verlinken. Fangen wir mal mit dem Tannenbaum im Topf an, der kommt jetzt hier. Und wir zeichnen jetzt mal einen Tannenbaum, der kommt hier so schön in die Mitte. Dann hat man hier oben noch Möglichkeit, einen Stern drauf zu packen. Es wurde sicher gewünscht, dass wir mal den Patrick zeichnen und den Mr. Stampfer. Ich hatte ja im letzten Video einmal kurz gezeigt, was ich so an Comicfiguren in der damaligen Zeit einfach so gezeichnet habe. Und da war unter anderem Manfred das Schaf mit dabei, was ich im Intro schon gezeigt habe. Und ja, der gute alte Patrick, den ich damals zum Üben verwendet habe, aber natürlich ein bisschen abgewandelt, weil die Figur gibt es ja schon. Manfred ist da wiederum mein Charakter. Wird auch so geschrieben, also so als ob er mampfen würde, deswegen, weil frisst ja Gras, ne? Also mampfen, deswegen nicht Manfred, sondern Manfred. So, den packen wir mal hier hin, glaube ich, und da kommt der Patrick hin. Ich hoffe, das gibt jetzt hier keine Urheberrechtsverletzung, wie auch immer. Deswegen, ich habe bei solchen Figuren, weiß ich immer nicht, darf man das nicht? Das ist ja in der heutigen Zeit so einfach gemacht. Das wird ja alles so wunderschön einfach aufgebaut, auch mit der ganzen Datenschutzverordnung, das macht richtig Spaß. Ja, deswegen ist es immer am besten, produziert eure eigenen Sachen, am besten so wenig Fremddinge wie möglich verwenden. Ah, ich muss hier mal zusehen. So, also fangen wir mit Manfred hier mal an. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch zeichnen kann. Das ist immer lustig, wenn man das so lange Zeit nicht zeichnet. Der hatte, glaube ich, hier so kleine Pfoten, Hufe? Hufe, glaube ich, ne? Ja. Und dann hier das Gesicht, diese riesigen Augen, ein komischer Mund. Und hier oben dann so Wolle drauf. Riesige Ohren und fertig. Erstmal, wie gesagt, leicht vorzeichnen, um zu gucken, wie das aussieht. So, hier in der Mitte packen wir mal Mr. Stampfer hin, weil der soll ja auch mit drauf. Wobei wir den auch seitlich hinpacken können, dann erkennt ihn jeder. Ach komm, wir machen den hier so mal so ein bisschen anders. Ich hatte ja schon mal eine Postkarte gemacht mit Mr. Stampfer kommt zu Besuch. Das findet ihr hier. Auch so weihnachtliche Stimmung und so, wo er dann halt die Party sprengt sozusagen. Ja, das kann ich auch gerne mal machen. Also wenn das jemand möchte, dann ruf mich an. Ich komme zu euch nach Hause und schmeiße mich in den Tannenbaum. So, das ist doch ganz knuffig. Der hat den so ein Comic-Auge da, ne, was ja halt so Wohlgefallen und Vergnügtheit ausdrücken soll. Ein kleiner lächelnder Mund, hier so ein bisschen so Pausbäckchen. Fertig. Die Melone sparen wir uns, weil das ist ja jetzt so kein krass förmlicher Anlass, ne? Und hier neben kommt der gute alte Patrick. Den machen wir ruhig mal ein bisschen dicker, weil der ist ja gar nicht mal so schlank gebaut. Aber die Hose, die ist eigentlich viel zu lang. So, im Hintergrund der wunderschöne Baum. Sternchen oben drauf. Ein paar Kugeln dran. Und fertig. Kann ich einfach mit Keksen im Mund so sprechen? Dann konturieren wir mal.
Beim Konturieren könnt ihr gucken, dass ihr das, was ihr vorgezeichnet habt, so grob übernimmt. Also jetzt nicht irgendwie 1:1. Man kann das natürlich auch machen, aber die Vorzeichnung soll ja im Wesentlichen als Orientierung dienen. Ja, jetzt haben wir die Kerzen ganz vergessen. Manfred, machen wir auch mal so ein bisschen pelziger. Bleistift kann einmal weg. Und dann fangen wir mal an mit dem Grün des Tannenbaums. Vielleicht ein bisschen zu grün. Wir nehmen einfach mal den Farbton. Das sieht doch besser aus. Ein bisschen saftiger. Gerade überlegt, dass es vielleicht ganz cool ist, wenn wir das so zweifarbig machen. Und natürlich die Kerzen hier nicht vergessen. So, ich habe jetzt hier mal eine harte grüne Umrandung gewählt. Dann bekommt der Baum so ein bisschen mehr Präsenz, dass er nicht so platt aussieht. Paar Zacken noch rein und dann wäre das erstmal soweit. Ich würde sagen, da jetzt Weihnachten ist, ziehen wir doch Patrick hier einfach mal eine rote Hose an. Und auch wenn ich nach dem letzten Video kein Braun mehr sehen kann, ist es manchmal zwingend notwendig, dass man die dunklen Stellen damit ausfüllt. Wer es gesehen hat, ich habe meinen kleinen Welpen Wuff gezeichnet und da sind sehr viele Brauntöne in dem Welpen enthalten und das war schon so ein bisschen einseitig, sage ich mal so. Einseitig ist auch die Hautfarbe hier, nämlich orange. Warum das? Weil ich das damals auch so gemacht habe, deswegen wieder jetzt auch orange. Ich glaube, in echt ist er leicht rosa, oder? Der rosafarbene Seestern. Also, was heißt in echt? Also in der Serie natürlich. Wo es mir jetzt gerade wieder einfällt, das Kastanien-Tutorial, das findet ihr hier. Da haben wir schöne Kastanien gezeichnet, die sind nämlich auch braun. Unter anderem braun und rot und so. Und das war auch ganz nett. So, der kleine Mr. Stampfer hier, der bekommt einen warmen Grauton. Ist das nicht schön? Richtig kleiner, knuffiger Geselle. So, der Manfred hier ist auch in so einem Orangeton gezeichnet. Ich glaube, das habe ich damals der Einfachheit halber gemacht, dass man hier so nicht 1000 verschiedene Farben braucht, sondern recht einfach so ein paar Comicfiguren zeichnen kann. Manfred, machen wir einfach mal in Kaltgrau. Ich frage mich gerade, aus welchem Jahrhundert dieser Stift hier kommt, weil irgendwie ist das etwas unterschiedlich, diese beiden Drucke hier. Keine Ahnung, ob das hier vielleicht eine billige Imitation ist oder einfach nur steinalt. Das sähe dann so aus und das ist auf dem Papier echt ziemlich cool, dass wir dadurch halt auch noch so einen kleinen Unterschied erzeugen können. Ne? Also im helleren Bereich. Auf weißem Papier würde das jetzt völlig anders wirken. Das ist dann immer so ein bisschen schade, weil ja weiß, da kann man auch viel mit machen. Allein so eine Schneelandschaft zum Beispiel oder irgendwas Weißes, das wirkt hier natürlich ziemlich genial. Da muss man bei anderen Papieren dann immer den Hintergrund dunkel machen, nur dass man das so ein bisschen absetzt. Das sehe dann so aus und ich würde mal sagen, die drei Gesellen, die machen sich doch jetzt schon ganz gut. Im Großen und Ganzen fällt mir jetzt auch nichts mehr auf, was ich noch zwingend ändern könnte. Ich denke, das könnten wir so lassen. Ein bisschen stört es mich jetzt, dass der Geselle hier so kahl ist. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt an der Hose noch was machen wollen oder nicht. Oder lassen. Das sieht so... hier so viel Fläche. Der ist so dick. Nein, so flächig. Keine Ahnung. Wenn wir hier so Streifen drauf machen. Das ist so ein bisschen, was anderes, ne? Ja, würde ich sagen, komm, lassen wir so. Ist ja nur ein kleiner Gruß aus der Küche sozusagen. Nee, ein kleiner Gruß vom Zeichner. In dem Fall, würde ich sagen... Die können wir so stehen lassen. Und beim nächsten Video, was haben wir denn heute? Sonntag. Beim nächsten Video, da geht es mit etwas Größerem weiter. Etwas, das ist ziemlich mega. Und mal gucken. Dürfte euch wahrscheinlich gefallen. Also, ich denke mal, am letzten Tag in diesem Jahr wird das rauskommen. Weil das nämlich, da ist auch so eine Zahl, die Nummer der Folge praktisch. Die passt sehr, sehr gut auch in Verbindung mit dem nächsten Jahr. Insofern seid gespannt, was da kommt. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Wenn nicht, dann auch egal, ist eine Überraschung. Ich würde mal sagen, ich zoome mir mal raus. Ein paar Kekse haben noch überlebt. Und ich begebe mich jetzt mal hier in die Schnittarbeiten und wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt weiterhin gesund. Morgen einen guten Start in die neue Woche. Und dann auf bald. Bis zum nächsten Video. Tschüss.